Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war ein sehr lebendiger, sehr hintergründiger Vortrag, Einladung zum Wahlkampf. Und in der Tat, Wahlkampf ist das Hochamt der Demokratie. Das ist das, worum es geht, dass nämlich unterschiedliche Herr Professor, ich Konzepte. unterbreche Sie ungern, aber da steht Ja, mein Namensschild. dann nehmen Sie das Schild doch. So, jetzt müssen wir aber gucken, wie wir Platz für Sie schaffen. Genau. Ja, rücken Sie ein klein bisschen weg. Geht das? Ja, passt das so? Gut. So, okay, jetzt müssten alle ihren Platz gefunden haben. Das ist ein nicht ganz leichtes Unterfangen, mit so vielen Menschen jetzt in einen Austausch zu treten, der Ihnen dann auch Spaß macht und der informativ ist und die Dinge so zuspitzt, dass Sie einen Eindruck davon haben, um welche Alternativen es denn nun in Kassel geht. Das Thema Unsicherheit wurde im Vortrag ja auch dahingehend aufgelöst, dass nämlich Unsicherheit auch bedeutet, die Zukunft ist offen. Und weil die Zukunft offen ist, geht es darum, diesen offenen Raum zu besetzen und die Karten auf den Tisch zu legen, darüber nachzudenken, wie denn aus einer Richtung, aus einer Partei heraus diese unsichere Zukunft gestaltet werden kann. Und dem wollen wir uns heute Abend etwas nähern. Wir haben eingeladen die Direktkandidaten aus Kassel. Und da wären Thorsten Felstehausen für die Linke. Wir machen es immer so, dass sobald jemand das erste Mal das Mikrofon von Ihnen hat, stellen Sie sich kurz ein bisschen vor, wo Sie herkommen, was Ihr Profil ist. Ganz kurz, so eine Minute etwa. Und dann gehen wir auch gleich in die inhaltliche Debatte hinein. Timon Kremmels für die SPD, Matthias Mattis für die AfD, Boris Mijatovic für die Grünen, Matthias Nölke für die FDP und Dr. Norbert Wett für die CDU. Das ist die Besetzung, mit der wir hier heute Abend antreten. Wir werden, nachdem wir hier etwa 3 bis 4 Runden vorne gedreht haben, das Ganze öffnen, sodass Sie dann auch mit eigenen Fragen in den Ring steigen dürfen und Ihre tiefsten Wünsche und Erkenntnisse für den Kasseler Wahlkampf artikulieren dürfen. Damit das Ganze hier nicht zu langsam anfängt, steige ich mit folgender Frage ein. Und zwar, wir stellen uns vor, einer dieser Herren, das sind ja nur Herren diesmal, ist ja eigentlich auch kein gutes Abbild für die Kasseler Bürgergesellschaft und die sie vertretenden Parteien, dass es nicht gelungen ist, auch aus dem weiblichen Teil hinreichende Besetzung in die Flugbahn zu bringen. Aber das kann ja ein Anreiz sein dann für die nächsten Wahlen. Wir stellen uns also vor, Sie sind in der Bundesregierung, Sie haben es geschafft, von Kassel nach Berlin zu kommen. Sie haben die Möglichkeit, die entscheidenden ersten Weichen zu stellen. Und so lautet denn auch die Frage, was wäre das erste Gesetz, das Sie gerne auf den Weg bringen möchten, um die großen Herausforderungen, die in unserer Gesellschaft bestehen, zu beantworten? Nur ein Gesetz, nicht 3 oder 4, eine elementare Frage, auf die Sie eine elementare Antwort geben sollen. Jeder, der mehr sagt, wird von mir gleich abgewürgt, damit wir uns hier klar verstehen. Also kein Wahlprogramm am Anfang, sondern die Einflugschneise, mit der Sie diese Republik verändern wollen. Wir wissen alle, so einfach geht das nicht, aber damit wir einfach mal so eine Vorstellung davon bekommen, was die einzelnen Kandidaten für Ideen haben, um diese Republik zum Tanzen zu bringen, starten wir jetzt mit dem Kandidaten der FDP. Das ist ja die Partei, die augenblicklich die größte Dynamik besitzt und insofern erwarten wir uns da auch den Senkrechtstart nach oben. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ist schon an. Ist schon an, hört man? Ja. Aufstehen. Ja, soll ich aufstehen? Ja, und darf ich? Beim ersten Mal, damit Sie alle sehen und dann können Sie sich gleich wieder setzen. Ja, schönen guten Abend. Kurze Vorstellung von mir: Matthias Nölke, bin 37 Jahre alt, wohne hier von der Ecke im Vorderen Westen,
bin gelernter Jurist, selbstständig im Großhandel und ja, ledig, keine Kinder. Und vielen Dank für die, kann ja noch werden, aber vielen Dank für die Einladung heute Abend, zu der ich gerne nachgekommen bin. Und ja, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, der mir nach wie vor wichtig ist, das wäre eine umfassende Steuerreform, um gerade kleine und mittlere Einkommen deutlich zu entlasten endlich. Und ja, wie wahrscheinlich das ist, wird sich zeigen, aber es ging ja eben darum, was einem besonders wichtig wäre, und das wäre mein Punkt. Vielen Dank. Na, vielleicht können Sie noch mal erklären, was das Ziel dieser Steuerreform ist und was Sie damit erreichen wollen. Das Ziel ist zunächst mal, der Staat hat seit Jahren steigende Rekordsteuereinnahmen, und ich bin der Meinung, es ist höchste Zeit, den Bürgerinnen und Bürgern endlich auch was zurückzugeben von ihrem hart erarbeiteten Geld, und dass die Bürgerinnen und Bürger am besten wissen, was sie mit ihrem eigenen Geld machen können, und dass der Staat nicht möglichst viel abgreifen muss, um es dann eben wie mit der Gießkanne irgendwie zu verteilen und zu verstreuen. Und gerade die Themen wie zum Beispiel kalte Progression, das gehört abgeschafft, dass Leute, wenn sie eine Gehaltserhöhung bekommen, am Ende nach Steuern weniger übrig haben, weil sie eben in eine andere Steuerklasse dadurch rutschen. Und das sind halt ganz wichtige Themen. Und es kann zum Beispiel auch nicht sein, der Spitzensteuersatz, dass man heutzutage als VW-Arbeiter teilweise schon als Spitzensteuerzahler gilt, sondern das muss dann auch angehoben werden, damit eben gerade die Mittelschicht, die Familien eben am Ende des Tages mehr Geld im Monat übrig haben. Und was halten Sie von der Gleichstellung der Besteuerung von Kapital und Arbeit? Ich bin grundsätzlich dafür. Also Abschaffung der Abgeltungssteuer, Gleichstellung mit dem Spitzensteuersatz und entsprechende Auffüllung der Kassen und ein Kampf gegen Ihre eigene Kernklientel. Das ist kein Kampf gegen die eigene Kernklientel, das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, weil wenn man das wirklich eine grundlegende Steuerreform macht mit festen Steuersätzen und die kalte Progression abschafft, und da kann man sagen, ab einem bestimmten Einkommen zahlt jemand 40% Steuern zum Beispiel, egal wodurch das Geld eben erwirtschaftet wird. Ja? Gut, sehr gut. So, wir machen weiter mit der Partei Die Linke, von der wir nun erwarten, dass sie genau das entgegengesetzte Programm auf den Weg bringt. Herr Felsterhausen, Sie haben das Wort. Ja, dann stehe ich auch zu Anfang einmal auf. Bedanke mich auch, das gehört sich ja so, für die Einladung hier. Mein Name ist Thorsten Felsterhausen. Ich arbeite im Berlin Bildungswerk. Ich berate Betriebs- und Personalräte und bin dort sehr dicht an dem Thema, was in der Einleitung auch schon erwähnt worden ist, nämlich die Frage, wie sieht eigentlich die Arbeit von morgen aus? Digitalisierung, Arbeit 4.0, das ist so mein Schwerpunkt dort. Das habe ich aber nicht immer gemacht. Ich komme eigentlich aus dem Bereich der sozialen Arbeit, habe 18 Jahre lang als Sozialpädagoge mein Geld verdient und habe doch durchaus gesehen, dass diese Gesellschaft und dieses Land nicht nur glitzert und funkelt, sondern dass es da auch eine Menge dunkle Seiten gibt. Und ich glaube, dort müssen wir auch unseren Fokus drauflegen. Und da bin ich auch gleich bei der Frage, was wäre eigentlich dieses erste Gesetz? Und ich war ein bisschen erschrocken, als gerade gesagt wurde, Gerechtigkeit, da dachte ich, das ist doch mein Thema. Aber als ich dann ein bisschen hingehört habe, wurde mir da schon ein bisschen klar. Wir reden über unterschiedliche Arten von Gerechtigkeit, glaube ich. Die Frage ist nämlich für mich, wie wird Reichtum in diesem Land verteilt? Und da bin ich und da ist die Linke tatsächlich der Meinung, Reichtum wird zunehmend ungerecht verteilt. Es gibt immer mehr Leute, die viel haben. Es gibt immer mehr Leute, die wenig haben. Und die Menge dazwischen bekommt gar nichts ab. Und dieses Mantra, was gebetet wird, wir müssen die Mittelschicht entlasten, das höre ich. Ich bin jetzt 52 Jahre, also seitdem ich das bewusst wahrnehmen kann, vielleicht seit 35 Jahren höre ich dieses Mantra gebetet. Aber es hat sich leider überhaupt gar nichts getan. Im Gegenteil, die Renten sind unsicher wie nie. Die Frage, wie ist Bildungsgerechtigkeit, all das gehört für mich zu der zentralen Frage, vor der wir stehen. Wie verteilen wir den Reichtum in diesem Land so, dass es für alle und nicht nur für wenige langt? Das war natürlich jetzt kein Gesetz. Das war ein großes Programm, für das Sie sehr wahrscheinlich nicht eine Legislaturperiode brauchen, sondern die nächsten 25. Deshalb würde ich von Ihnen gerne mal wissen, was ist denn das Gesetz, das Sie auf den Weg bringen wollen? Ja, das Gesetz, also der zentrale Hebel ist natürlich die Frage, ein gerechtes Einkommensteuergesetz
zu erlassen. Und dazu, das haben Sie gerade ja auch angesprochen, nicht nur die Frage immer nur von Einkommensteuer heranzuziehen, sondern auch die Frage von Kapitalerträgen. Also wie finanzieren wir das gemeinsam? Das wäre ein Paket, wo ich sagen würde, das ist das Erste, weil natürlich für alles das, wenn wir über soziale Gerechtigkeit reden, dann brauchen wir natürlich auch Mittel, die wir in die Hand nehmen. Und diese Mittel sind da, das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders. Lassen wir das mal durchgehen und führen das Gespräch weiter mit Herrn Norbert Wett. Sie haben das Wort. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Norbert Wett, bin 52 Jahre, komme nicht aus der Eifel, sondern aus Nordhessen. Schade. Geboren in Fritzlar, dann aufgewachsen dort, bin hier in der Uni hier zum Studieren gewesen, bin dann auch hier geblieben, habe mich selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Und bin mittlerweile als Berater in der Kreishandwerkerschaft, also im Handwerk. Und das bedingt auch meine Sichtweise auf die Welt. Wenn man als Unternehmer durch die Welt geht, als Unternehmer im kleinen mittelständischen Bereich, dann sieht man doch, dass vieles auch besser laufen könnte in der Tat in diesem Sektor. Was uns da beschäftigt, und damit komme ich dann auch zum ersten Gesetz, das ist nicht das primäre Gesetz, für das ich stehe, aber Sie wollten ein Gesetz, sage ich, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu beheben, denn der demografische Wandel wird dann innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Jahre so dramatisch zuschlagen, dass sich der Fachkräftemangel zu einem hemmenden Wirtschaftswachstum, hemmenden Faktor entwickeln wird, der also ganz stark dann zu Buche schlägt. Wir haben immer viel darüber geredet, wir müssen jetzt spätestens handeln, sonst ist es zu spät und deswegen ein Einwanderungsgesetz. Ja, das ist eine klare Positionierung. Wir wissen alle um die Schwierigkeiten eines Einwanderungsgesetzes in der Union. Es gab einen Generalsekretär, der das mal kurzzeitig vorgeschlagen hat, dann wieder runtergetaucht ist. Also wie groß ist denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vorschlag Gegenstand des Wahlprogramms sein wird? Ob es ins Wahlprogramm kommt, das werden wir sehen, denn das Wahlprogramm für die Bundestagswahl steht ja noch nicht. Wir haben gesagt, die Bürger können ihre Ideen einbringen und alle sind aufgerufen, sich über die Webseite der CDU zu beteiligen am Schreiben des Wahlprogramms. Das heißt, sie können ihre Ideen dort abgeben und das möchte ich auch mal als Aufforderung an so einem Abend wie heute mal an Sie richten. Machen Sie das, auch wenn Sie uns vielleicht nicht nahestehen, können Sie Ihre Ideen einbringen und die Sachen, die inhaltlich gut sind, die können durchaus ihren Niederschlag finden. Deswegen plädiere ich dafür, denn das fördert natürlich auch dann Beteiligung und das ist Demokratie und das macht Demokratie aus. Und deswegen hoffe auch ich, eine Mehrheit zu finden für dieses Einwanderungsgesetz, was gar nicht mehr so in der Minderheit ist, denn alle sehen ja die Zeichen der Zeit. Gerade wenn wir auch aus dem Handwerk heraus sagen, wir brauchen Fachkräfte, sage ich auch, wir können die Fachkräfte aus dem Bereich der Flüchtlinge auch rekrutieren, da sind wir bei. Wir sind dabei, jetzt im Moment die sprachliche Ausbildung nach vorne zu bringen, denn das ist ganz entscheidend, dass sie auf ein Sprachniveau kommen, in dem sie in den Unternehmen dann auch mitarbeiten können. Wenn keine Sprachkenntnisse da sind, kann ich keinem sagen, pass auf, hier an der Kreissäge kannst du dich verletzen, weil das ist eine gefährliche Sache, ja? Also Sicherheitsumgebung. Das muss man ein Sprachniveau haben. Wenn das erreicht ist, dann sehen wir hoffentlich, dass wir viele von denen, die hier bleiben wollen, dann auch ein Brot und Arbeit bekommen und dass wir damit auch einen Teil des Fachkräftemangels beseitigen können. Aber es wird nicht reichen. Es ist ganz klar, es wird nicht reichen. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, um damit Leute nach Deutschland zu bekommen, die auch schon qualifiziert sind und damit uns beim demografischen Wandel aushelfen. Ja, sehr wichtiges Thema. Dazu haben wir morgen eine Disputation. So, jetzt klappt es mal wieder. Ne? Gerade gesagt, ein sehr wichtiges Thema. Kleiner Bericht aus der Wissenschaft. Dazu haben wir morgen eine Disputation, inwiefern in Deutschland eine Fachkräftepolitik existiert, die ein eigenes Politikfeld darstellt. Seit der Regierungsvereinbarung des Jahres, also Koalitionsvertrag 2005, gibt es in der Tat so rudimentäre Spurenelemente von Fachkräftesicherungspolitik in Deutschland und der Proponent morgen muss verteidigen, ob dies bereits ein Politikfeld ist. Also insofern ist das nicht nur ein Thema, was in der Politik, in der Gesellschaft diskutiert wird, sondern auch sehr massiv in der Wissenschaft. Ja, dann fahren wir fort mit dem Kandidaten gleich. Nee, ich habe noch was vergessen. Wir sind verheiratet und wir haben 2 Kinder. Ja, das ist wichtig. So, dann fahren wir fort mit Herrn Mattis. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung und herzlichen Dank an Sie alle.
dass Sie mich heute Abend so freundlich begrüßen, nämlich durch, sag mal, aufmerksames Schweigen. Ich war schon mal hier und da ging es genau um die Diskussion, braucht Deutschland ein Einwanderungsgesetz, da durfte ich auch mit diskutieren. Und da wurde ich noch ziemlich ausgebucht, nur als mein Name fiel und meine Parteizugehörigkeit. So gesehen freue ich mich, dass sich unsere Gesellschaft fortentwickelt und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und auch herzlichen Dank für die Diskussion, die wir gebraucht haben für Ausgrenzung. Mein Name ist Manfred Mattis, ich bin in Kassel geboren, in der Nordstadt aufgewachsen, habe Kultur gemacht in Kassel an der Goethe-Schule, Jura studiert in Konstanz, Lausanne, München, bin dann nach Kassel gekommen, bin seit 31 Jahren Rechtsanwalt, habe zwei erwachsene Kinder. 1997 habe ich mit ein paar Bekannten eine Bürgerinitiative gegründet wegen der Einführung des Euro. Wir waren damals nicht erfolgreich. Ich denke, viele unter Ihnen bedauern das. Aber vielleicht können wir lernen für die Zukunft und gemeinsam andere Dinge anpacken. Ich bin seit der Gründung der AfD Mitglied jener Partei und wer sich dafür interessiert, ist nachher herzlich willkommen, zu mir zu kommen. Herr Beck, ich finde das total klasse, was die CDU macht. Ich glaube, ich schreibe da morgen mal hin und würde mir als Gesetz wünschen, Begrenzung der Kanzlerschaft auf 2 Legislaturperioden. Wenn wir das hätten, wäre uns in Deutschland auch viel erspart geblieben. Ja. Vielleicht wird es ja noch was. Aber mein tatsächlicher Wunsch, meine Damen und Herren, mein tatsächlicher Wunsch ist gar nicht nach einem neuen Gesetz. Jetzt enttäusche ich Sie vielleicht, weil ich glaube nicht, dass mehr immer gleich besser ist. Mir wäre schon völlig gedient, wenn wir einfach nur die bestehenden Gesetze in diesem Land endlich mal wieder einhalten müssen. Und dann könnten wir all das auch verwirklichen, was hier gesagt wurde, gerechtere Einkommensteuer, Einwanderungsgesetz, wie gesagt, damals habe ich mich auch schon dafür ausgesprochen, es gibt viel zu tun, packen wir es an, aber wir brauchen nicht zwingend mehr Gesetze, sondern zunächst mal das, was im Grundgesetz steht, nämlich, dass die Regierung an Recht und Gesetz gebunden ist, dass das wieder eingehalten wird. Dankeschön. Eine kleine Nachfrage. Gibt es denn auch irgendeine Idee, mit der Sie ein Problem lösen können? Ja, viele sogar. Ja klar, Einhaltung der Gesetze. Also nehmen wir mal die Frage, war ganz ruhig sitzen. Das Spiel ist uns sehr gerne. Machen wir nicht. Für alle gleich. Jetzt mal im Ernst, ich verstehe Ihre Frage nicht. Wenn wir Probleme alle Gesetze einhalten würden, wäre uns doch massiv geholfen. Welches Gesetz? Was denn? Welches Gesetz? Ja, das Gesetz, das Menschen, die über eine Grenze gehen, um ein ganz aktuelles Thema anzugreifen. Wenn Menschen, ja, wir können es der Reihe nach machen. Ich freue mich, wenn ich Fragen gestellt bekomme, die ich dann beantworten kann. Wenn wir uns einfach wieder daran halten würden, was überall auf der Welt gilt, nämlich, dass Menschen, die eine Grenze übertreten wollen, in irgendeiner Form dafür legitimiert sein müssen. Und das ist 2015 außer Kraft gesetzt worden. Die Folgen haben wir. Und ich zitiere jetzt mal niemanden von der AfD, sondern ich zitiere mal Herrn Bouffier, der beim Neujahrsempfang 2016 in Kassel völlig ungefragt gesagt hat, die, ja, nennen wir es einfach mal Zuwanderung des Jahres 2015, wird uns viel Geld kosten und mindestens 30 Jahre lang beschäftigen. Meine Damen und Herren, Sie alle sind Bürger dieses Landes, Sie haben vielleicht auch Kinder, Sie zahlen Steuern und Sie sollten auch überlegen, wie das mit der Verteilungsgerechtigkeit in der Zukunft funktionieren kann. Aber noch viel wichtiger ist ja der gesellschaftliche Umbau, der stattfindet dadurch, dass Menschen und dann eben auch noch 70-80% Männer im Alter zwischen 15 und 30 Jahren dieses Land fluten. Und damit natürlich sind Menschen Menschen, aber auch Menschen können etwas fluten, das ist ja nichts Negatives. Wir fahren dann fort mit dem nächsten Kandidaten, der da wäre, Herr Mijatovic von den Grünen. Ja, vielen Dank. Mijatovic, mein Name, spricht man so aus. Ich habe Kärtchen ausgelegt, dass ich den Namen kennenlernen. Mein Vater ist Gastarbeiter in den 60er Jahren eingeladen worden von der Firma Siemens, hier in Deutschland zu arbeiten. Ich betrachte mich aber als Kasselaner, weil ich auf dem Mönchenberg in den städtischen Kliniken geboren wurde und hier aufgewachsen bin. Ich weiß, dass es manche im Saal vielleicht anders sehen, aber bin auch hier zur Uni gegangen. Gesamthochschule habe ich auch studiert. So hieß es am Anfang. Ich kann mich erinnern, dass wir dann in einem Semester zur Universität Gesamthochschule wurden. Das Gesetz, was ich gerne ändern würde, was ich als erstes anpacken würde, hätte was mit meinem Hintergrund zu tun. Ich habe 4 Jahre hier dem Verein Dynamo Windrad vorgestanden. Ich habe viel im Bereich der interkulturellen Kommunikation gemacht,
also die Sprachbarrieren, die Herr Dr. Wett gerade angesprochen hat, vielfach spielerisch mit jungen Menschen behoben, aus dem Weg geräumt, Bildungschancen hergestellt. Und mein Gesetz, was ich gerne auf den Weg bringen würde, oder das, was ich verändern würde, wäre das Kooperationsverbot abschaffen. Ich würde gerne, dass der Bund in die Lage versetzt wird, den Kommunen bei Angeboten der Bildung, aber auch der Jugendförderung auf die Beine zu helfen. Denn ich glaube, wir haben in diesem Land sehr, sehr viele Talente, die auch zu Fachkräften werden können. Wenn Sie sich die OECD-Tabellen anschauen, sind wir das Land, wo der Bildungsabschluss noch am stärksten vom Einkommen oder von der Herkunft der Eltern abhängt. Ich habe viele Jahre in der Jugendarbeit mich eingesetzt dafür, dass diese Lücke geschlossen wird. Und das wäre sozusagen das erste Wunschgesetz. Und wenn Sie nachfragen, ja, ich glaube, ich sehe mich da mit meiner Partei auch auf einer Linie. Weggenommen worden. Ich hätte natürlich jetzt gefragt, wie teuer ist das? Komisch. Ja, man muss immer stark draufdrücken. Das mache ich nicht. Okay, wie soll man sagen? Also, wie umfassend, was für Finanzen benötigt man, um dieses Kooperationsverbot mit entsprechenden Volumina zu füllen? Und was wären dann die Inhalte, die damit verbunden sind? Weil wir haben häufig die Situation bei diesen ganzen Zukunftsdebatten, dass dann gleich mit der Frage Bildung geantwortet wird. Und wir haben ja gleichzeitig die Ausgangslage, dass die Bildungsfrage auf der Ebene der Länder angesiedelt ist. Und da stellt sich mir immer die Frage, ist das nur eine Frage des Geldes jetzt oder ist das auch eine Frage von Konzepten, mit denen man diese Dimension der Bildung anders zum Tanzen bringen kann und muss? Weil hier geht es ja vor allen Dingen auch darum, wie kriegen wir das untere Drittel dieser Gesellschaft wieder stärker in die Dynamik der Gesamtgesellschaft hinein. Da würde ich gerne noch mal ein paar Töne zu hören. Also ganz praktisch ist natürlich die Aufgabe der Föderalismusreform jetzt nicht, das Bildungssystem aus den Ländern, aus der Länderverantwortung herauszulösen. Könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass der Bund Geld in die Hand nimmt, um zum Beispiel Infrastrukturprojekte anzuschieben. Wir haben einen Sanierungsstau in den Schulen. Sie werden es mir nachsehen, dass ich hier aus der Kommunalpolitik komme. Wir haben mit dem kommunalen Investitionsprogramm jetzt angefangen, Geld in Schulen zu stecken. Wir brauchen da noch deutlich mehr, ein dreistelliger Millionenbetrag alleine im Raum Kassel, also was den Wahlkreis angeht. Wir stehen auch vor der Aufgabe oder vor der Verantwortung, digitale Medien in die Schulen einzuführen. Denn was nützen mir Kinder und Jugendliche, die in der digitalen Welt funktionieren sollen, wenn sie mit den Medien sozusagen nur am Rande aufwachsen? So gesehen könnte man die Distanz zwischen Länderaufgabe und Bildungsaufgabe des Bundes dahingehend brücken, dass man die Bildungsverantwortung des Bundes auf die Infrastruktur konzentriert und dann dort entsprechend einen guten Betrag einstellt. Zum Beispiel die 20 Milliarden, die jetzt im Auge für Rüstung eingeplant werden. So, jetzt kommen wir zu Timon Kremmels, der ja bereits jetzt in Amt und Würden ist. Er ist Landtagsabgeordneter und auch Ihnen die Frage, was wäre das erste Gesetz, das Sie auf die Bahn bringen würden? Ja, Timon Kremmels mein Name, ich bin 41 Jahre, ich komme aus dem Landkreis Kassel, aus Wiesetal, bin aber in der Region aufgewachsen, Kassel auch zur Schule gegangen, auch mein Abitur auf der Herderschule gemacht, habe dann auch eine Zeit lang hier für ein großes Solarunternehmen in der Region gearbeitet und bin seit 2009 Mitglied des Hessischen Landtages. Ja, das erste Gesetz, was ich ändern würde, das ist etwas, was, wo ich gestern, als ich die Zeitung gelesen habe, schon sehr gestutzt habe. Ich weiß nicht, wer das hier in der Kasseler HNA-Ausgabe aufgelesen hat. Eine Familie aus Velma, wo sich die Mutter eine Mandeloperation ihres Kindes von Arzt zu Arzt gelaufen ist. Und es gab eine sehr schonende Methode, die es zu behandeln, die neu ist, die aber die Krankenkasse nicht übernimmt. Zeitgleich sagt, wir möchten nur bezahlen, was konventionell behandelt werden muss. Aber sie keinen Arzt gefunden hat, der es konventionell behandelt, weil die alle gesagt haben, wir machen nur die neue Methode, die müssen sie aber selbst zahlen, 300 Euro oder 280 Euro. Und am Ende des Tages konnte sie es nicht finanzieren oder nur finanzieren, weil sie sich Geld geborgt hat. Und das ist ein Unding, das ist ungerecht. Und dafür brauchen wir die Bürgerversicherung. Es gibt eine Möglichkeit, wir müssen die Bürgerversicherung einführen. Dass endlich sozusagen die Zweiklassenmedizin, das meint man ja damit, ich muss aufpassen, wenn ich in Fremdworten reden, die Zweiklassenmedizin, die Unterscheidung zwischen privaten und gesetzlich Versicherten aufheben. Und da gibt es ein Modell, und das ist die Bürgerversicherung. Ich glaube, das ist ein Projekt, was große gesellschaftliche Akzeptanz hat. Und dafür würde ich werben und streiten.